Seht, wir gehen hinauf nach Jerusalem, und es wird alles vollendet werden, was geschrieben ist durch die Propheten von dem Menschensohn. Mit dem Wochenspruch für die heute beginnende Woche aus dem Lukas-Evangelium im 18. Kapitel begrüße ich Sie zur Online-Andacht aus der Oberkirche unserer lieben Frauen in Burg. Heute ist Karnevalssonntag. Auch wenn an vielen Orten Karneval und Fasching nur wenig oder gar nicht gefeiert werden kann. Die tollen Tage, und dann beginnt mit dem Aschermittwoch die Passions- und Fastenzeit. Und so feiern wir miteinander Andacht im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Wir beten mit Worten aus dem 31. Psalm. Herr, auf dich traue ich. Lass mich nimmermehr zu Schanden werden. Errette mich durch deine Gerechtigkeit. Neige deine Ohren zu mir, hilf mir eilends. Sei mir ein starker Fels und eine Burg, dass du mir helfest. Denn du bist mein Fels und meine Burg, und um deines Namens willen wollest du mich leiten und führen. Du wollest mich aus dem Netze ziehen, das sie mir heimlich stellten. Denn du bist meine Stärke. In deine Hände befehle ich meinen Geist. Du hast mich erlöst, Herr, du treuer Gott. Ich freue mich und bin fröhlich über deine Güte, dass du mein Elend ansiehst und kennst die Not meiner Seele und übergibst mich nicht in die Hände des Feindes. Du stellst meine Füße auf weiten Raum. Meine Zeit steht in deinen Händen. Errette mich von der Hand meiner Feinde und von denen, die mich verfolgen. Lass leuchten dein Antlitz über deinem Knecht. Hilf mir durch deine Güte. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie es war am Anfang, jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen. Thank you.
Das Evangelium für den heutigen Sonntag Estumihi steht im Markus-Evangelium im 8. Kapitel. Jesus fing an, die Jünger zu lehren. Der Menschensohn muss viel leiden und verworfen werden von den Ältesten und den hohen Priestern und den Schriftgelehrten und getötet werden und nach 3 Tagen auferstehen. Und er redete das Wort frei und offen. Und Petrus nahm ihn beiseite und fing an, ihm zu wehren. Er aber wandte sich um, sah seine Jünger an und bedrohte Petrus und sprach: Geh hinter mich, du Satan, denn du meinst nicht, was göttlich, sondern was menschlich ist. Und er rief zu sich das Volk samt seinen Jüngern und sprach zu ihnen: Will mir jemand nachfolgen, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach? Denn wer sein Leben behalten will, der wird's verlieren. Und wer sein Leben verliert um meinetwillen und um des Evangeliums willen, der wird's behalten. Denn was hilft es dem Menschen, die ganze Welt zu gewinnen und Schaden zu nehmen an seiner Seele? Denn was kann der Mensch geben, womit er seine Seele auslöse? Wer sich aber meiner und meiner Worte schämt unter diesem ehebrecherischen und sündigen Geschlecht, dessen wird sich auch der Menschensohn schämen, wenn er kommen wird in der Herrlichkeit seines Vaters mit den heiligen Engeln. Lob sei dir, Christus. Gnade sei mit uns und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt, Jesus Christus. Amen. Liebe Schwestern und Brüder, Karnevalssonntag, Rosenmontag, Fastnachtdienstag, wir sind mitten in den tollen Tagen angekommen. Allerdings auch 2022 merkt man nicht viel davon, obwohl Fasching und Karneval in unserer Region gern gefeiert wird. Erst am Aschermittwoch ist alles vorbei. Und manch fröhliches Faschingsfest in Schulen oder Kitas, manch Karnevalssendung im Fernsehen mit guten Büttenreden wird es trotz Corona geben. Wir lassen uns das nicht vermiesen, mag mancher denken, zumindest nicht in den Hochburgen. Und das ist auch gut so. Schließlich ist Lachen gesund, befreit und bringt uns auf andere Gedanken. Wobei, angesichts der aktuellen Lage, die täglichen Nachrichten und die Bedrohung des Friedens mitten in Europa, da kann einem das Lachen schon vergehen. Und das Evangelium des heutigen Sonntags ist auch ernst und passt nicht in die tollen Tage. Es führt uns schon hinein in die kommende Passionszeit. Ganz klar und offen spricht Jesus von seinem Weg. Der Weg hinauf nach Jerusalem. Sein Leidensweg bis zum Tod am Kreuz. Jesus nimmt kein Blatt vor den Mund. Das ist nur schwer zu hören und kaum auszuhalten. Für Petrus ganz besonders. Lass das, Jesus. Hör auf, solche Schreckensbilder an die Wand zu werfen. Du verunsicherst doch alle. So viel Hoffnung haben wir in dich gesetzt. Dieser Weg kann doch nicht so zu Ende gehen. Sei still, sei leise. Liebe Schwestern und Brüder, ich kann Petrus verstehen. Wer hört schon gerne, dass der beste Freund und engster Vertrauter weggeht, noch mehr seinen leidvollen Tod ankündigt? Das kann Gott nicht wollen, oder? Die Reaktion von Jesus ist ungewohnt hart. Geh weg, Satan, hinter mich. Die Wahrheit muss ans Licht, auch wenn sie unangenehm ist. Es geht nur dieser Weg. Und wer diesen Weg mitgeht, muss damit rechnen, dass es hart wird. Nachfolge Jesu ist eben kein Teilzeitjob, nur wenn es gerade so passt. Wer Jesus nachfolgt,
der muss auch mit den Konsequenzen leben. Wir gehen mit Jesus hinauf nach Jerusalem. Ein nicht leichter, aber lohnenswerter Weg. Der Weg zum Kreuz bringt uns zum Leben. Sorgen, Nöte und Ängste werden dabei nicht ausgeblendet, gerade in diesen Tagen nicht. Wir haben unser Kreuz zu tragen. Aber weil Jesus diesen Weg geht, bis zum Kreuz, bis in den Tod und bis zur Auferstehung, wird unsere Last leichter. Nur durch diesen Weg können wir unser Leben gewinnen. Denn, so sagt es Jesus, was hilft es uns Menschen, wenn wir die ganze Welt gewinnen, aber unsere Seele Schaden nimmt? Was hilft uns Reichtum und Macht, Freiheit und Wohlstand, wenn wir dabei krank werden? Den Weg Jesu mitzugehen lohnt sich, auch wenn es ein Weg mit Entbehrungen ist. So mancher nimmt sich vor, in der Passionszeit auf Liebgewordenes und Gewohntes zu verzichten, sich darauf zu besinnen, was wirklich trägt und zählt im Leben, steckt dahinter. Der Weg zum Leben führt am Kreuz nicht vorbei, sondern direkt dorthin. Machen wir uns mit Jesus auf den Weg, mutig und entschlossen. Geben wir dem Leben dadurch Raum, damit seine Liebe und sein Friede sich ausbreiten kann und wir selbst zu Friedensstiftern werden. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.
Lasst uns miteinander und füreinander beten. Barmherziger Gott, du begegnest uns anders, als wir manchmal vermuten. Du bleibst nicht oben im Himmel, du kommst mitten ins Leben und trägst dein Kreuz. Wir bitten für die Menschen, die sich schwer tun mit ihrem Leben, dass sie sich selbst annehmen können, wie du uns annimmst. Wir bitten für Menschen, die ihr Leben verändern müssen oder die alten Gewohnheiten hinter sich lassen wollen, dass sie die Kraft erhalten, einen neuen Weg einzuschlagen. Jesus, du gehst den Weg des Leidens bis zum Kreuz, auf das wir leben. Wir bitten dich für die Menschen in unseren Gemeinden und Orten, die es schwer haben, die niedergeschlagen sind. Richte sie auf. Wir bitten für die Menschen, die krank sind und nicht wissen, wie es weitergeht, für ihre Angehörigen, für die, die sie pflegen. Gib ihnen Kraft, lass sie deine Liebe spüren. Jesus Christus, du hast Frieden und Vergebung gelebt. Wir sehen voller Sorge auf die militärische Gewalt, den Einmarsch russischer Truppen und die Gefahr eines Krieges mitten in Europa. Wir bitten für die Menschen dort, die in Angst leben und von Gewalt und Krieg so bedroht sind. Besonders bitten wir um Kraft für die Menschen in der Ukraine. Bewege die Herzen der Kriegstreiber und Machthaber in Russland, dass ihre Schritte auf den Weg des Friedens zurückgeführt werden. Stärke alle Bemühungen, miteinander im Gespräch zu bleiben. Und lass uns zu Friedensstiftern werden. Erneuere uns, damit wir zu Menschen werden, die mit anderen das Leben teilen und barmherzig werden. So legen wir alles in deine Hände und beten mit Jesu Worten: Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und so geh in Frieden und glaub fest, dass Gott dich bei deinem Namen gerufen hat. Geh in Frieden und entdecke, wie schön es ist, Gottes Liebe und Frieden weiterzugeben. Geh in Frieden, denn Gott ist bei dir mit seinem Frieden und mit seiner Liebe. So segne dich Gott, der der Friede ist, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.